Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der vorliegende Antrag befasst sich in gewisser Weise auch mit dem Volksbegehren zum Tempelhofer Feld. Aber es geht nicht um die Frage, ob wir die Pläne des Senats dort für richtig halten oder anderes bevorzugen würden. Das ist jetzt hier oft genug diskutiert worden. Da sind die Positionen, glaube ich, auch klar. Sondern es geht um das Verhalten des Senats und seinen Respekt vor einer öffentlichen Meinungsbildung ohne manipulatives und rechtswidriges Verhalten. Wie wir wissen, und das ist gerichtlich festgestellt, ist die Landesregierung nicht zur Neutralität verpflichtet. Sie kann in die Auseinandersetzung mit Positionsbestimmungen eingreifen. Der regierende Bürgermeister, die Senatoren können sich äußern. Was die Landesregierung aber nicht darf, ist unter Zweckentfremdung von Haushaltsmitteln kampagnenhaft in die öffentliche Auseinandersetzung einzugreifen. Auch das ist verwaltungsgerichtlich festgestellt, meine Damen und Herren. Ich darf zitieren aus einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 23. April 2009, wo es heißt, die Berliner Landesregierung ist im Vorfeld eines Volksentscheids nicht zur Neutralität verpflichtet. Die Gemeinnützigkeit von Haushaltsmitteln schließt es indes aus Gründen der Chancengleichheit aus, dass sich die Landesregierung dieser Mittel bedient, um ihre parteiische Auffassung zu dem Volksentscheid der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und in der Begründung dazu sagt das Gericht, die finanziellen Mittel, mit denen der Staat, hier das Land Berlin, erhalten wird, werden grundsätzlich von allen Staatsbürgern ohne Ansehung ihrer politischen Anschauung und Zugehörigkeit erbracht. Diese Mittel sind dem Staat zur Verwendung für das gemeine Wohl anvertraut. Dies schließt es aus, dass sich der Antragsgegner, also das Land Berlin, auch wenn er im Meinungskampf im Vorfeld eines Volksbegehrens nicht zur Neutralität verpflichtet ist, sich dieser Mittel bedient, um seine parteiische Auffassung zu dem Volksbegehren der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Soweit das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Meine Damen und Herren, nun hätten wir ja erwartet, dass der Senat den Anstand hat, sich an diese Rechtsprechung zu halten. Und was für die unmittelbare Staatsverwaltung gilt, gilt natürlich auch für die mittelbare Staatsverwaltung, zu der auch die vom Land beherrschten öffentlichen Unternehmen gehören. Aber zu unserer großen Überraschung sind die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften Teil einer, wie der Senat selbst sagt, vom Senat unabhängigen Initiative, die, was Wunder, die Senatspläne im Vorfeld des Volksentscheids unterstützt. Das, meine Damen und Herren, ist aber unzulässig. Die Mieterinnen und Mieter der Stadt und Land und der GEWO-Bau bringen ihre Mietmittel nicht dafür auf, dass danach diese Gelder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Wohnungsbaugesellschaften, lieber Herr Müller, in Fonds geworfen werden, um damit die Berlinerinnen und Berliner wiederum von Senatspositionen zu überzeugen und sie mit Ideologie zu bestrahlen. Dafür sind diese Mittel nicht vorgesehen. Das ist eine Zweckentfremdung zweckgebundener Mittel, die dem öffentlichen Zweck dienen, nämlich dem, was sie auch nicht hinbekommen, nämlich preisgünstigen Wohnraum in der Stadt bereitzustellen, nicht Senatspropaganda zu machen. Und der Berliner Mieterverein hat auch gesagt, dass der Hausfrieden und das Maßhaltegebot durch den Eigentümer, also die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, verletzt wird, wenn die Mieterinnen und Mieter dann in ihren Hauseingängen oder in ihren Briefkästen mit Informationsmaterialien öffentlicher Wohnungsbaugesellschaften zugeballert werden, in denen was passiert, für die Senatsposition geworben wird. Das ist unzulässig. Und der Senat hat eine Einwirkungspflicht auf die Wohnungsbaugesellschaften, dass sie es unterlassen. Und er hat eine Auskunftspflicht gegenüber dem Parlament, wenn danach gefragt wird. Und Herr Müller, ich habe Sie danach gefragt, welche Gelder dafür eingesetzt worden sind. Der Senat hat bislang nicht geantwortet. Sie kriegen noch eine Anfrage. Sie können es jetzt diesmal rechtskonform machen. Und weil wir gerade über das Bibliothekskonzept geredet haben und über die ZLB, da lächeln einen ja jetzt die ganzen Sozis an, Steinmeier, Momper und so, und finden, jetzt muss diese ZLB unbedingt an den Standort. Okay, das finde ich ja sogar auch. Aber die ZLB wirbt massiv mit Kinospots, Hochglanzbroschüren, Schautafeln im Stadtraum. Und hier gilt ganz unmittelbar, das darf der Senat nicht. Und da bin ich den Grünen dankbar, dass sie unseren Antrag durch einen weiteren Antrag ergänzen, den wir völlig richtig finden, weil der im genau demselben Duktus liegt wie unser Ursprungsantrag. Ich erwarte, dass der Senat das einstellt. Die Kosten der Kampagne, das sind ja also wirklich unterschiedlichste Medien dafür gesucht worden, die fassen wahrscheinlich den dreijährigen Medienetat einer Bezirksbibliothek eines ganz normalen Bezirkes. Und Herr Wobereit hat eben in Werbe davon geredet, was die Bezirke alle selbst entscheiden können, von Kosten-Leistungsrechnung und von den Begrenzungen bezirklicher Ausgaben. Durch die Strangulationspolitik der Finanzverwaltung hat Herr Wobereit offenbar noch nichts gehört. Aber
Nun mag man sich ja darüber streiten, ob es Sinn hat, die bezirklichen Bibliotheken einfach mal kaputt zu sparen. Das mag der Senat ja politisch richtig finden. Aber entscheidend ist, dass der Einsatz öffentlicher Mittel für die ZLB-Kampagne nicht rechtskonform ist. Und es gibt eine Offenlegungspflicht des Senats, uns dem Abgeordnetenhaus mitzuteilen, was das für Kohle ist. Jede Initiative, die ein Volksbegehren oder ein Volksentscheid macht, ist zur Offenlegung der Spenden, ist zur Offenlegung der Geldmittel verpflichtet. Nur der Senat von Berlin weigert sich hartnäckig, das zu tun. Ich fordere den Senat auf, die Auskunftspflicht gegenüber dem Abgeordnetenhaus vollständig zu erfüllen und zweitens den Einsatz zweckgebundener Haushaltsmittel für parteiische Werbezwecke sofort einzustellen. Vielen Dank.